Hallo meine lieben Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal wieder mit Flugzeuge. Ja, ich habe ein bisschen Gefallen an ihnen, wie soll ich sagen, gewonnen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie richtig, wann war das vor, ich schätze mal ein, zwei Jahren, so das Interesse, das Interesse an Flugzeugen verloren, dass ich sie nie wieder gespielt habe. Und jetzt bin ich halt wieder so, nach dem Video, also nach dem Video von den japanischen Flugzeugen, könnt ihr euch auch gerne anschauen, ist glaube ich vor zwei Tagen oder so rausgekommen, wenn ich jetzt das auf, also wenn das rauskommt, glaub schon. Ja, Gefallen daran gefunden, keine Ahnung. Find, macht richtig Bock. Aber auch nur Arcade für mich zumindest. Ich mag irgendwie nicht realistische Luftschlachten, weil ich habe irgendwie keine Lust, dass ich irgendwie Jahre wohin fliege, nur damit ich dann durch irgendwas komplett weggesiebelt werde. Kein Bock drauf. P8. Okay, der will die KI-gesteuerten Sachen da unten haben. Normalerweise sollte der, ja, gekillt werden. Ich werde mir eher den holen. Wir haben ziemlich viel Kanonen mit dem. Au. Au, das hat mehr weh getan, als ich dachte. Wow. Was auch immer der hier macht. Für Kunststücke. Ist der tot? Nee, ist er nicht. Jetzt ist er tot. Ja, die brauchen ein bisschen, bis die connecten. Die fliegen ziemlich lang, die Kanonen. Also die Granaten von den Kanonen. Aber wenn die connecten, dann machen die Schaden. Wie viel haben wir? 4x20 plus nochmal 2x20 mm. Alter. Also insgesamt 6 20 mm Kanonen. Junge, ist das viel. Stimmt, wir haben ja, ganz vergessen schon wieder, wir haben ja diese, Mann, Luftfelder, wie auch immer. Nennt man das so? Keine Ahnung. Oh, alles klar. Das hat geil ausgesehen. Das hat echt cool ausgesehen. Ich versuche eher gerade zu verteidigen, weil wir haben beide Flugfelder. Okay, der will landen. Jetzt nicht mehr. Eine I-225. Als ob das nicht mehr Schaden gemacht hat. Okay, ist tot. Wurde gekillt, sehr gut, dankeschön. Teammate. Ich bin jetzt mittlerweile schon ein bisschen lediert. Irgendwas fehlt bei meinem. Ja, da ist ein Loch drin. Da ist ein ziemlich großes Loch drin. Ja, ziemlich groß. Schon ein bisschen groß. Welches versuchen zu landen. Landen. Kann ich. Ich will eigentlich nur an Geschwindigkeitsgrad verlieren. Klappt mal auf Landung. Okay, 230 km/h passt. Bisschen. Nicht zu viel bremsen, nicht zu viel, sonst kippe ich um. Kommt ein Flugzeug. Okay, gut, er wurde abgeschossen. Kann ich da reparieren? Okay, ich glaube, er repariert auch. Ja, kann ich, sehr gut. Klappen fahre ich gleich wieder mal ein, dass ich gleich starten kann, weil ich habe keinen Bock. Kommt da irgendwas? Nee, oder? Die müssen nicht unbedingt zu uns fliegen. Glaub nicht. Okay, wir haben repariert. Repariert. Okay, dann starten wir. Ich würde das Spiel so gern mal. Ich habe zwar, okay, zwar keine VR-Brille, aber ich stelle mir das so cool vor, mit VR-Brillen zu spielen. Eingefahren.
Ich lasse noch die Startklappen, weil man hat zwar mit der weniger Geschwindigkeit, kommt mir vor, aber dafür hat man mehr Auftrieb, so besser gesagt die Einbußen, die man dadurch hat. Aber dafür kann man besser climben. Es gibt auch richtig viele Spielereien, also so Sachen wie Propeller auf Segelstellung um, also einstellen. Habe ich mir, glaube ich, sogar wirklich gekeybindet. Ich glaube auf was 1. Ich habe zur Sicherheit nur zweimal drauf gedrückt, weil nicht, dass ich das jetzt aktiviert habe und ich habe keinen Schub mehr. Jautsch. Aber ich habe ihn nicht gut getroffen. Also ich bin irgendwie lädierter als er, glaube ich. Fuck, kacke. Ich probiere jetzt was. Ich bin zwar viel zu schnell dran. Ah Mann, ich hab's nicht resettet. Ich wollte es resetten, aber ich wollte nicht im Flug. Geht das? Ohne Fahrwerk ausfahren? Ich glaube schon, wenn man einfach nur dran scharrt. A8 ist, glaube ich, klingt besser. Also nehme ich mal die. Ja, okay, die hat viel mehr. Die hat viel mehr Kanonen. Die hat sogar die 13mm Kanonen, die ich irgendwie komisch finde, weil... Keine Ahnung, ist irgendwie ein komischer Kaliber, sind halt 50 Cal. Und irgendwie... keine Ahnung, finde ich das so komisch, wenn ich Deutschland mit 50 Cal höre. Keine Ahnung, gibt für mich gar keinen Sinn irgendwie. Weil irgendwie 50 Cal ist so ziemlich das amerikanischste, was es gibt, finde ich. Also wenn ich das höre, dann instant USA-Gedanken. Ja, ich glaube, die Italiener haben auch viele 50 Cal und die Japaner, glaube ich, auch. Ja, aber hauptsächlich die Amerikaner, die haben da voll drauf gesetzt. ME 410. Okay, jetzt. Oh, ja, okay. Der macht da schon interessante Manöver. Batz. Schön gegen irgendwelche Häuser. Die werden sich da unten freuen. Um das Lagerfeuer. E47. Brennt er? Ja, er brennt. Sehr gut. Abschusshilfe aber nur an. Eine AM1. Flugzeug zerstört. Noch ein Flugzeug zerstört. Okay. Du bist gefährlicher. Stirb. Gib dran. Schaff ich. Boah, okay, fast. Mann. Ah, oh, Mann, ich hätte einfach nur auf Schießen drücken müssen. Der ist genau in meiner Flugbahn. Ah, oh, Mann. Alter, hat der Glück. Junge, hat der Glück. Naja. Ich hüpfe von raus. Ich keine Ahnung, ob man da mehr Punkte. Okay. Der ist nicht mehr rausgesprungen. Der nicht mehr. Ja, nochmal mit der Focke Wolf würde ich sagen. Keine Ahnung, ich habe 3 Focke Wolfs und ich finde die eigentlich besser als die BF-109s, die ich da habe. Keine Ahnung, die hat einfach mehr Kanonen und ich finde das besser. Keinen Schimmer, ob die irgendwie wendiger sind oder so, aber es ist mir ehrlich gesagt nie so vorgekommen. Also ich finde, die ist wendig genug, die Focke Wolf. Also wenn der sich nicht irgendwann anreiht, der Pilot, naja. Ich würde sagen, eine Runde geht wieder noch. Das ist bei Luftschlachten halt irgendwie, finde ich, besser auch, weil die Schlachten nicht so lange dauern. Das heißt, man kann die nämlich ziemlich gut gleich nacheinander immer spielen. Trifft sich sehr gut, finde ich. Boah, ich sauf hier gerade. Diese Innocent Drinks, Smoothies da. Keine Ahnung, ich bin da voll geil jetzt gerade drauf. Find die besser als Cola oder so sogar gerade, also Softdrinks. Hab jetzt voll aufgehört, Softdrinks zu trinken, ist eh viel gesünder. Also ich glaube, das ist so ziemlich, wenn man das oft macht, also stetisch trinkt, meine ich. Das ist wahrscheinlich so ungesund wie Alkohol, wenn man den durchgehend trinkt.
Weil so viel Zucker wieder drin ist und auch der Zuckersatz ist ja auch nicht gesund. Der ist ja genauso schlecht. Macht es ja nicht besser, wenn man zum Beispiel Coca-Cola Zero trinkt. Heißt nicht, dass es gesünder ist. Ich brauche für den noch die Munition, dass ich die einstellen kann. Obwohl die eigentlich eh ziemlich gut ist, oder? Brandgranaten mit Leuchtspur sind, glaube ich, das Blaue. Weil meistens immer, also es ist immer nach der Reihenfolge. Ja, aber wir haben nur ein Minengeschoss drin. In einem. Also in so einer. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, da geht's sicher noch besser. Da gibt es sicher irgendwelche Belts, wo vielleicht nur Minengeschosse oder hauptsächlich Minengeschosse drin sind. Weil die sind sehr gut. Minengeschosse sind so ziemlich die beste Munition, die man in einem Flugzeug bekommen kann. Weil die haben arsch viel Sprengstoff drinnen. Irgendwie bin ich jetzt gerade sehr lahmarschig. Oder? Seht ihr es gerade? Keine Ahnung. Obwohl das eh Arcade wieder ist. Ich habe Ausbilder an, aber keine Ahnung, wo man das ausschalten könnte. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich das überhaupt ausschalten will. Ich benutze zwar WASD meistens zum Herumfliegen. Da schon, darum sieht man es ja hier und auch zum Fighten. Also zum Beispiel, wenn ich einfach nur hochziehe, dann benutze ich natürlich auch WASD, aber keine Ahnung, ob das Sinn ergeben würde. Nee, ich glaube nicht. Wenn man Ausbilder ausschaltet, kann man ja nicht mal sowas machen, weil dazu braucht man eben die Ruder da hinten, die man fast nie benutzt. Kann ich? Nee. Hab mir ja nur gedacht, ob ich den vielleicht abstauben kann. Oh. Da ist dein Flügel weg. Und da bist du weg. Ich drehe mich. Isel dreht dich. Oh, hinter mir oder ober mir, oder? Ja, ober mir. Wieder ein Bomber, der in die Stratosphäre fliegt, gefühlt. Ja, aber habe ich schon im vorigen Video gesagt, das ergibt aber Sinn. Ganz ehrlich, also die können halt auch nichts anderes machen, die Bomber. Ist zwar nicht mein Spielmodus, würde ich nie so spielen, aber weil es mir einfach zu langweilig wäre, ehrlich gesagt, aber man kann mit Bombern auch nicht anders spielen. Das geht nicht. Man wird so schnell weggemacht von irgendwas. Oben ist eine Focke Wulf und ich hoffe, dass die nicht jetzt runterdreift. Irgendwann. Ich drehe mal um. Ich drehe doch nicht um. Sondern werde den jetzt mal intercepten. Schwedisch. Die sind ziemlich gut, diese J21A und wie auch immer. Okay. Wow, das war viel zu knapp. Ich meine, wäre eh meine Schuld gewesen, aber es war schon grenzwertig gerade. So, das war Millimeterarbeit jetzt. Spitfire, die mich 100%. Okay, jetzt kann sie mich nicht mehr outturnen. Jetzt nicht mehr. Die Spitfire will mich. Hatte ich Spanos? Ich glaube schon. Oh, au, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Okay, habe ich den. Wieso bekomme ich nicht den Kill dafür? Das verstehe ich bis jetzt nicht. Ich habe den so hart eingeschenkt. Und er mir eigentlich auch. Und wir fliegen gegeneinander und er bekommt den Kill und ich nicht. Warum? Das verstehe ich bis heute nicht. Zwar, aber das kenne ich noch von früher auch sogar. Verstehe nicht, warum ich den Kill nicht dafür bekomme. Oder hat er mich. Ja, okay, sowas wahrscheinlich. Er hat mich wahrscheinlich gekillt. Ich war tot und meine Leiche ist. Also, er ist in meine Leiche reingeflogen und somit ist er nur gecrashed und nicht. Oder? Obwohl. Ich könnte aber trotzdem sein. Also, den Kill bekommen dafür, dass ich ihn eben zum Abstürzen gebracht habe. Naja, egal. Warum Philosoph. okay, meine Stimme wieder, also mein Labern wieder. Herum philosophieren, genau. Bringt sich auch nichts. Bringt sich auch nichts. Soll ich weiter oben bleiben? Eigentlich sollte man ja mehr die Höhe behalten als. Okay,
die sind auch wieder beieinander geflogen, also ineinander geflogen, ja. Ich sollte mal ja die Höhe behalten, weil High Ground ist ja natürlich Win. Aber ich hasse es, wenn die Dreckskamera so dreht. Überlastung. Okay, mein Pilot ist gleich in Narnia. Okay, gut. Okay, die fliegen auch wieder. Er hat mich gar nicht getroffen gerade. Normalerweise sollte ich wendiger sein als er. Den habe ich. Den habe ich. Autsch. Irgendwas ist hinter mir. Ja, okay. Ja, eine Spitfire natürlich. Was denn sonst? Naja. Das waren ein paar deutsche Flugzeuge, beziehungsweise na, fast die höchsten, die ich habe. Ich habe noch eine ME-262 als Squadron Vehicle. Dann habe ich mir die 20mm Gurte mal. Da, man sieht ja, das ist das Höchste, was ich habe, aber im normalen Tech Tree ist 6.0 das Höchste. Mehr habe ich nicht. Ich hätte gern den hier. Ich bin ehrlich, ich hätte gern den hier. Weil der ist auch für Panzerschlachten ziemlich, ziemlich geil. Mit den 100 MK-103s, die eben verdammt viel Durchschlag haben, das meine ich. Und den hätte ich auch gern. Schaut zwar jetzt nicht besonders aus, schaut wie eine schlechte Focke Wolf aus, aber ich zeige euch mal was. Bam. Eine 1000 Kilo Bombe, die ist wahrscheinlich so groß wie das ganze Flugzeug gefühlt. Boah, ich hätte die gern. Eine 1000 Kilogramm Bombe für einen, also für einen Jäger. Das klingt so dumm und ich hätte das gern. Drum speichere ich mich auch gerade auf den. Yo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich vielleicht mit einem Like, einem Abo oder Kommentar wissen. Würde mich immens freuen und meinen Kanal wirklich sehr unterstützen. Und schreibt mir bitte auch gerne in die Kommentare, was ihr als Heinz Bahr... Wartet. Der ist Heinz Bahr. Titanenschritter, Heinz Bahr, okay. Naja. Boah, ich lasse mich sehr leicht ablenken. Das merke ich gerade. Nein, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug, Flugzeug, Schiff, irgendwas... Challenge, genau. Ihr sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen Tag und ciao.